Hallöchen zusammen, heute ist der 21. Dezember. Ja, bald haben wir es hinter uns. War eigentlich nur sehr schöne Zeit bisher mit dem Kalender. Hatte auf jeden Fall meinen Spaß, ich hoffe ihr auch. Und ich schnatte auch gar nicht lange drum herum. Ich öffne jetzt Türchen Nummer 21, bevor ich hier sentimental werde. Und noch haben wir ja ein paar Tage. Und es ist drin. Oh, yeah, baby. Es ist Jango Fett's Slave One. Für mich jetzt schon das Modell überhaupt in diesem Adventskalender. Denn der kleine Kopfgeldjäger der Mandalorianer hat es mir richtig angetan. Und ja, da freue ich mich natürlich richtig dann, dass hier jetzt die Slave One drin ist. Es gab schon mal eine Slave One im Adventskalender, müsste nahezu baugleich sein. Das war dann damals aber die Slave One von Boba Fett, glaube ich. Und ja, die von Jango reicht mir natürlich auch vollkommen aus. Ist ja im Prinzip dasselbe Flugzeug. So, mal gucken. Und die haben ja auch richtig was zu tun, sehe ich gerade. Das finde ich auch sehr schön. So. Ich habe jetzt noch von Hasbro die große Slave One von Jango Fett aus der Toyline zum Episode 2 Film. Aber ich glaube, die kriege ich jetzt hier nicht aufs Bild. Sonst hätte ich euch die auch noch gezeigt. Wäre doch jetzt ein netter Vergleich gewesen, aber. Das gibt nur Chaos. So. Dann. Die hier noch dran. Dann. So, ne? Richtig. Richtig. Und dann noch hier die Flügel dran. So. Hier die Ersatzteile mal auf Seite. Und das ist die Slave One von Jango Fett. Und die finde ich mal richtig, richtig cool. Ist natürlich ein stark reduziertes Modell, ne? Also, aber man hat schon die Ähnlichkeiten hier gut getroffen. Also man kann definitiv erkennen, was es sein soll. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also für mich, wie gesagt, jetzt schon das beste Modell im ganzen Adventskalender. Und ich glaube, viel kommt da auch nicht mehr. Aber wow, jetzt bin ich richtig, richtig gehypt von diesem Kalender. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dann nächstes Jahr ein bisschen mehr Fokus auf die alte Trilogie gelegt wird. Aber gerade bin ich echt, yay. Da merkt man, wie cool ich das hier finde. Gut, bevor ich hier jetzt in Spielereien verfalle. Ja, Slave One, Tag 21 lohnt sich also richtig. Und morgen geht's weiter mit Türchen Nummer 22. Nur noch 3 Tage, Leute. 3 Tage. Bis morgen.